Okay, sowas geht ab und damit ein herzliches Willkommen zum weiteren Video von mir. Und zwar kurzer hier Insider von mir und Sakurai, hier High Protein Vanille Pudding. Nice. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir eine neue Maus gekauft. Das ist die Rocket Cane 120 Elmo für die Leute, die jetzt sehnsüchtig gewartet haben, was ich jetzt hier direkt sage. Also ich wollte es direkt am Anfang sagen, weil ich es jetzt nicht zu spannend halten wollte. Und ja, also ich habe die Maus mir heute direkt gekauft und habe die jetzt einen Tag geused und benutzt und damit gespielt und Eingewöhnungsphase gefühlt 3 Minuten, also direkt in Love mit der Maus, muss ich sagen. Also bis jetzt, ich hatte bis jetzt XCD, Death Adder Elite, Rocket Compure, G502, noch irgendeine andere Logitech-Maus. Ja, das war's so. Und die Kane, bis jetzt Abstand, die günstigste und die geilste von. Okay, die Elite ist, glaube ich, auch kostet 30, 40 € oder sowas, auch günstig, aber die 40 € hat die jetzt gekostet. Ist schon sehr, sehr geil. Und was sie halt kann, also ihr seht schon oben rechts die CPS. Ja, das läuft schon mit der Maus. Ja, ich fange auf jeden Fall schon mal erstmal an. Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist auf jeden Fall Handling. Ich finde, man kann die ganz gut mit der XCD vergleichen. Die XCD habe ich hier auch noch rumliegen. Damals hatte ich die ja verlost und hatte nach ein paar Monaten mich so ein bisschen oder hatte das ein bisschen bereut, dass ich die verlost hatte, weil das eigentlich schon eine sehr, sehr geile Maus war, meiner Meinung nach. Die war mir immer nur so ein bisschen zu klobig, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wäre halt die einzige Maus, mit der man so geil abusen kann. Ja, wie der Zufall so will. Ich habe mir eine neue gekauft. Der Typ meinte, ja, beziehungsweise eine neu gebrauchte bei eBay Kleinanzeigen. Und der Typ meinte halt so, ja, nö, ich habe die nicht oft benutzt. Und als sie dann ankam, habe ich schon halt hier so Kratzer wahrgenommen. Das sieht man jetzt auf der Cam nicht. Ups, Kratzer wahrgenommen. Und ja, das Problem, eigentlich das größte Problem an der Maus ist, die linke Maushälfte nimmt keine richtigen Klicks mehr an. Und das ist halt total kacke. Deswegen brauchte ich eine neue Maus. Habe ich dann erstmal mit der G502, die ich hier auch noch rumliegen habe, gezockt. Und letztendlich jetzt mich heute dazu entschieden, mir nochmal eine neue Maus zu holen, weil mit der G502 kannst du halt cool jittern. Das ist auch eine coole Maus, wenn du halt Shooter spielst oder so. Aber für MC ist das eigentlich eher von Nachteil. Und ja, ich kann ja erstmal zeigen, also Mouse-Abuse Refills ist halt hier ein 035er Refill. 03er Refill. Oh, Rekord, geil. Also ihr merkt schon, es geht unnormal gut. Und für die Leute sagen so, ja, keine Ahnung, das kann ja die XCD auch genauso. Der Unterschied aber von der XCD zu der Kane, erstens Preis damals, ich weiß nicht, wie viel die Kone XCD nochmal damals noch gekostet hat, aber krasseste Unterschied ist einfach das Grip-Niveau. Also bei der XCD hatte ich immer das Problem, ich war halt im Fight und habe ich gemerkt, boah, kacke, jetzt ist meine Hand schon sehr, sehr nass. Aber dann irgendwie lupfe ich meine Hand, mach so, bei der Kane jetzt, mach so und die Mouse-Abuses klappen halt trotzdem immer noch. Und das ist halt irgendwie so krank bei dieser Maus, dass dieses Grip-Niveau einfach so, so viel höher als bei der XCD ist. Deswegen kann man viel konstanter meiner Meinung nach abusen, weil die macht auch irgendwie konstantere CPS. Also die macht jetzt nicht die maximal, wenn ihr oben rechts mal hinschaut, also 25, 27 kann ich max mit der schaffen, aber die sind einfach sehr, sehr konstant. Und das Geilste, das kommt jetzt noch, und zwar, was ich mit am coolsten finde, und zwar ist es, dass, also meine Maus oder meine Klicktechnik ist ein bisschen merkwürdig. Also eine Zeit lang habe ich mal gejittert, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt jitter, also die ganze Zeit im Fight jitter und dann noch, oh Gott, und dann noch so refille, also Double Jitter refille, dann ist nach 3 Minuten Fighten mein Arm irgendwann so heftig kaputt, weil ja, im Fight jittern, dann durchgehend 14 CPS, dann noch Double jittern und so. Und deswegen habe ich mir halt irgendwann so eine Klicktechnik angeeignet, die eigentlich wie Single-Klicken ist. Also, ihr könnt ja bei oben rechts bei den CPS umgucken. Ich mache jetzt Single-Click 7 CPS und mit dieser Maus, das ist halt sehr, sehr krass, mit dieser Maus mache ich einfach Double-Clicks und komme halt Richtung 11, 12, 13, 14 teilweise CPS und das mit Single-Klicken. Nur für die Leute, die nicht wissen, was Double-Klicken ist, man lässt halt seinen Finger leicht auf die Maus fallen und dann erkennt die nicht einen Klick, sondern halt mehrere oder beziehungsweise 2 Klicks. Und deswegen kann ich ganz gechillt, ich mache ganz gechillt so, lalala, dann mache ich wieder Mouse-Abuse Refill, wieder 12 CPS, dann mache ich wieder Mouse-Abuse Refill und das geht halt so weiter. Ja, das sind so die meisten Punkte. Das Einzige, was mit der Maus meiner Meinung nach nicht allzu krass geht, ist für meine Hand jetzt zumindest, weil ich habe relativ Riesenhände, wie ihr seht, ist Butterfly. Also ich zum Beispiel stoße hier immer gegen das Äußere hier da außen gegen. Das finde ich persönlich nicht so mega cool und Jittern ist, finde ich, viel schwieriger. Also es geht auch, ich schaffe auch viel CPS mit Jittern, aber es ist so viel mehr anstrengend als mit der G502. Also mit der G502 war das teilweise, ja, das merke ich jetzt schon, also es ist so viel, 15 CPS. Also ich habe jetzt nur eine hohe DPI, deswegen zitter ich so, weil ich die voll verstellt habe. Aber da kann ich jahrelang gefühlt jittern mit. Und hiermit strenge ich mich schon echt arg mit an, muss ich sagen.
Und ja. Achso, genau. Recraften fällt mir tatsächlich mit der Maus auch total gut. Ich will jetzt hier nochmal labern, ich will jetzt hier nicht suchen. So, jetzt einfach nochmal hier gezeigt. Ich bin nicht eingespielt, aber ist eigentlich auch egal. Und zwar gehen wir nochmal zum Spawn. So. Ja, und das war es eigentlich, waren so die Hauptpunkte der Maus. Also ich kann euch die auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Maus finde ich sehr, sehr geil. Fazit nochmal gezogen. Mausabuse geht unnormal gut. Meine Klicktechnik geht damit auch sehr, sehr gut. Wenn ihr schmale Finger habt, Butterfly geht ebenfalls gut. Wenn ihr schmale Finger habt, weil sie halt gute Double-Clicks annimmt. Einzige meiner Meinung nach ist, das Jittern ist relativ schwierig. Das geht mit der G502 zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, das war's mit dem Video. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.